Sawadee Chao! Herzlich willkommen, meine Lieben! Mami und ich haben gerade Sawadee Chao gesagt, statt Sawadee Ka. Denn heute sind wir in Chiang Mai. Wir gehen nach Chiang Mai. Ja! Und in Chiang Mai, da sagt man statt Ka, sagt man Chao, gell? Ciao. Denn wir machen heute Nam Prik Ong. Das ist ein Chili Paste Northern Thai Style. Tipit. Gell? Das ist so typisch Chiang Mai-Style. Yeah. Das ist mit so Hackes, Tomaten, Chili-Paste. Yeah. Und ich weiß noch, Mami hat dann damals schon zu mir gesagt, an was erinnert dich das? Ich so, an was? Dann hat Mami gesagt, das ist so ähnlich wie Bolognese. Yeah. Und das stimmt. Das ist kann man nicht Spaghetti essen. Das ist echt so ähnlich wie Bolognese. Das ist quasi Bolognese Chiang Mai-Thai-Style. Wir zeigen euch gleich ganz schnell alle Zutaten. Und los geht's mit Wokken und Trocken. Ciao. Und die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox, gell? Wir brauchen auf jeden Fall diese mittelscharfen, getrockneten, großen Chilis oder Peperonis in kleine Stücke geschnitten, für 20 Minuten ins Wasser eingelegt. Dadurch werden sie weich und lassen sich viel einfacher stampfen. Das ist Tua Nao. Das sind diese fermentierten, getrockneten Sojabohnenscheiben. Wenn ihr die hier in den Asia-Shops nicht bekommt, könnt ihr auch normale Sojabohnenpaste nehmen oder wenn ihr mögt, auch fermentierte Garnelenpaste, gell? Dann brauchen wir Hackes, Schweinchen oder Hühnchen, je nachdem wie ihr Lust habt. Tomaten sind die Königin bei diesem Gericht. Wir brauchen fast genauso viele Tomaten wie Fleisch auch, denn Nam Prik Ong ist kräftig, würzig, aber auch schön fruchtig und süßlich. Rote Schalotten klein geschnitten, Knoblauch klein gehackt und Tamarindesaft. Das bekommt ihr auch in den Asia-Shops als Tamarindepaste zum Beispiel. Das ist so lecker, so säuerlich, süßlich, fruchtig. Ich liebe es auch pur zu trinken. Ein bisschen Salz und nein, kein Rotwein, sondern leckere Fischsoße. Ein bisschen Palmzucker. Und los geht's, unser Mörser und Stampfer sind ready. Wir geben zuerst ein bisschen Salz in den Mörser, geben dann unsere Chilis da rein und es ist wichtig, dass ihr die Chilis vorher wirklich gut das Wasser ausgepresst habt, gell? Damit nichts herumspritzt, weil sonst könnte es ins Auge gehen. Gerne auch hier mit einer Hand den Mörser abdecken, damit nichts herumspritzt, weil ihr wisst, safety first. Und das Salz dient hier als Peeling und so lassen sich die Chilis hier noch ordentlicher und feiner zu einer Paste stampfen. Und guck, jetzt kommt schon Knoblauch dazu, das wird dann auch schön mit Pastrik gestampft. Dann jetzt die Schalotten, genauso stampfen, bis es eben so eine schöne Paste wird. Dann kommt hier Tua Nao rein oder eben alternativ Sojabohnenpaste oder Garnelenpaste oder ihr lasst das komplett weg. Dann nehmt ihr aber nachher ein bisschen mehr Fischsoße, gell? Und da habt ihr die selbst frisch gestampfte Nam Prik. Und ich finde, das Aroma ist viel voller, viel kräftiger. Der Geschmack ist richtig intensiv. Dieser Duft ist traumhaft. Ihr werdet es lieben. Und es geht los. Wir braten unsere Nam Prik, unsere Chili-Paste an. Da geben wir Öl in die Pfanne bei mittlerer Hitze ungefähr und braten dann unsere Chili-Paste mit dem Öl an. So lange, bis es trocken wird und bis ihr dann eben so einen schönen Duft bekommt. Und diesen Duft, das könnt ihr gar nicht verfehlen. Ihr werdet süchtig danach. Dann geben wir unser Hackes dazu und braten unser Fleisch hier schön mit der Chili-Paste an. Und schon sind die Tomaten dran. Wir geben die geschnittenen Tomaten da rein. Und hier versuchen wir die Tomaten so ein bisschen platt anzudrücken. Auf Thailändisch heißt es bup bup machen. Das sorgt dafür, dass der Saft von den Tomaten schön rauskommt und das Ganze richtig fruchtig schmeckt. Dann geben wir noch ein bisschen stilles Wasser hinzu, wenn es zu trocken wird. Und jetzt wird abgewürzt, abgeschmeckt. Wir geben hier Fischsoße dazu, ein bisschen Palmzucker für so diesen süßlichen Geschmack.
Dann könnt ihr das Ganze kurz anbraten, abschmecken und wenn ihr wollt, gebt ihr noch mehr Fischsoße dazu und auf jeden Fall noch Tamarindesaft. Und schon sind wir auch fertig und Nam Prik Ong kann serviert werden und ich sage nur guten Appetit, Thailand ruft. Und habt ihr gesehen, Mami hat hier noch ganz viel Gemüse, so gedünstete Gemüse als Beilage gemacht. Für euch nach Chiang Mai. From Chiang Mai. From Chiang Mai with love. Yeah. Das ist vom Geschmack her, wenn ich es am besten beschreibe, ist es quasi so wie Bolognese, nur halt würziger. Und da ist so eine süßliche Note, salzige, spicy, scharfe Note mit drin. Ich liebe Nam Prik Ong. Und wie gesagt, in Thailand liebt man das Nam Prik Ong mit einem Gemüse zu essen. Zum Beispiel auch gerne noch mit Sticky Rice, mit Klebereis. Wenn ihr also Lust habt und wissen wollt, wie Thai-Bolognese schmeckt, dann müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren, gell? Ja. Und Mami und ich sagen vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns einen Daumen hoch schenkt, wenn ihr Lust habt drauf natürlich. Und Mami, was war das? Ach so, das war hier, der Chiang Mai-Tanz. vielen Dank, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf. Wir wünschen euch viel Spaß beim Kochen, gell? Und guten Appetit. Dankeschön. Kapun ka. Bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen.